dich nicht an so einem... Und jetzt hältst du dein Maul. Sei ja leise, Handy! Okay. Take these walls and rip them down. Jo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Community Time. Da ich die letzte Community Time offline genommen habe, lese ich jetzt einfach mal Kommentare vor, die auf den ganzen, auf meinen ganzen Videos sind. Einfach mal random. Und in der nächsten Folge natürlich wieder die, die hier drunter stehen. Fangen wir einfach mal direkt mal an mit dem ersten Kommentar. Der kommt nämlich von X2 Selection. Mit welchem Texture Pack spielst du? Das Texture Pack ist das von, ja, einem Zuschauer, der hat mir das gemacht. Jo, fand das auf jeden Fall ziemlich cool, hab das auch benutzt und ja, außerdem habe ich hier ein neues Mikrofon, also im Prinzip ist das gleiche, nur dass ich jetzt ein digitales Mischpult an meinem PC angeschlossen habe. Das nächste Kommentar kommt von Remax PvP. Der schreibt nämlich, mit was nimmst du auf und mit was schneidest bzw. renderst du? Ich rendere mit Premiere Pro bzw. mit Media Encoder und ich schneide mit, hier, Premiere Pro. Okay. Der nächste Kommentar kommt von Dini. Er schreibt nämlich, sowas gibt's bei vielen Mäusen, hat zum Beispiel eine Tastatur, die eine Sekunde lang drückt, als 25 Klicks wahrnimmt. Genau, das war zu dem Video, wo ich dieses Clickbot-Video gemacht habe. Da sind mir die Kommentare echt ziemlich wichtig. Deswegen ist es eigentlich ganz cool, dass ich dieses Video jetzt habe. Und ja, das stimmt, da gibt es viele Mäuse, habe ich auch nachher noch gesehen. Ist auf jeden Fall ziemlich komisch und wir gehen direkt mal zum nächsten Kommentar. Das nächste Kommentar ist von I'm Energy. Der schreibt nämlich, wenn ich dann wieder am PC zocken darf, einen Banner. Der Reupload kommt jetzt endlich. Jo, du kannst mir gerne einen Banner machen. Ich würde aber gerne was Außergewöhnliches, also versuch dich nicht an so einem... Halt dein Maul. Versuch dich nicht an so einem random Banner, wie dieses tausendmal gibt, sondern versuch mal was Neues zu machen. Dann würde ich das gerne, ja, einfach benutzen. Ja, genau. Der nächste Kommentar kommt von Michel Sperle. Der schreibt nämlich, hab auch die G502 Brew. Okay, also das ist auch wieder zu dem Video. Ihr merkt es zu dem Mausvideo. Er hat auch die gleiche Maus wie ich. Ich habe irgendwie festgestellt, dass ziemlich viele das haben. Wir gehen zum nächsten Kommentar. Und der kommt nämlich von Benny. Der schreibt nämlich, Alter, wie schnell du redest, ja. Ich war da ziemlich in Zeitdruck und musste dann schnell reden. Arid, Arv, Arvin, Aska, Asprik, Astrakhan, Barnslik, Bestes, Baffen, Bellinge, Bellinge, Benno, Bertil, Bester, Bibi. Nein, jetzt hältst du deine Schnauze! Wenn ihr Iblali guckt, dann seid ihr sowas gewöhnt. Und wenn nicht, dann müsst ihr euch dran gewöhnen. Das nächste Kommentar kommt von Kakaobubi HD. Moritz, wurdest du deswegen von Funwill gebannt? Nein, ich habe das nicht benutzt, nur ich habe auch nachher noch auf dem TS geredet. Das war ein Missverständnis, da war wohl ein paar Typen, die meinten wohl, dass ich hacke und jetzt hältst du dein Maul. Das nächste Kommentar kommt von Reach. Kennst du Syndicate Games? Vermisst du es? Gibt's jetzt wieder auf Scheinen, kommst du doch. Also Syndicate Games, das Spiel an sich ist echt cool gewesen, habe ich echt gefeiert. Ich würde gerne mal auf den Server kommen und das mal wieder ausprobieren, weil das Spiel mag ich echt gerne. Hab das wirklich bis jetzt auf keinem anderen Server mehr gesehen. Der liebe Reach schreibt außerdem noch, welche PvP-Mods benutzt du für die Anzeige Blocket etc. Das ist der Labby-Mod. Das nächste Kommentar kommt von S&N, Fußball mit Skill. Habe dieselbe und direkt auf die Mola gebannt. Ja, Leute, benutzt das nicht. Es wird als Hack angedingst. Also benutzt es auf keinen Fall auf irgendwelchen Servern. Die nächsten Kommentare kommen jetzt vom anderen Video mit denen, wo ich gebannt wurde. Immer diese Leute, die reporten, man besser ist Nemo. Das Kommentar verstehe ich nicht. Also, das nächste Kommentar kommt von Official Beer. Mo, hast du Lust auf Skype oder so? Hab einen anderen Channel, bin zu voll, Account zu wechseln. Alles klar, auf jeden Fall. Ja, schreib mich bitte nicht auf YouTube an wegen Skype, sondern schreib mich einfach auf Skype an. Obwohl ich im Moment nicht so aktiv auf Skype bin. Aber, ich glaub, sei ja leise, Handy. Okay. Let's Metsu Mango schreibt, ich habe dich gebannt, Ease get wrecked, nump. Ich bin XX Mango PvP, Ease learn to play. That's right, get no smoked! Get no smoked! Ah, ist klar. Der liebe Stanislav Hein schreibt, Moritz, welches Mikrofon würdest du eher empfehlen? Das Auna Mic 900B oder das andere in der Beschreibung verlinkt? Auf jeden Fall das Samsung Meteor. Das hat einen Grund, denn mit dem Samsung Meteor könnt ihr einfach ziemlich viel noch bearbeiten, wie jetzt zum Beispiel ich habe jetzt hier nämlich meine
da hier ein Mischpult angeschlossen, obwohl es ein USB-Mikrofon ist. Und das kann man beim Owner Mic nicht machen, weil das schon so komprimiert ist, dass es sich nur noch scheiße anhört danach. Und ja, das war das letzte Kommentar. Wir sehen uns in der nächsten Folge Community Time. Entweder lade ich es nach dem Stream Community Time hoch oder im Stream, beziehungsweise vor dem Stream. Also guckt, wenn es vor dem Stream war, dann guckt einfach heute 20.15 Uhr vorbei. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.